Guten Morgen, meine Damen und Herren. Gestern kräftiges Minus. Über 2% war der DAX abgerauscht unter 9.800 Punkte. Und heute sind sie wieder da, die Anleger. Fast dreistellig das Plus. Wir sind gut unterwegs im frühen Handel. Mit knapp 85 Punkten geht's nach oben. Bei mir jetzt Markus Busler vom Anlegermagazin Der Aktionär. Markus, schönen guten Morgen. Wir hatten die Tage schon hin und wieder mal gesprochen über Gold. Und da hatten Sie gesagt, ja, so ein wenig an Anstieg wäre gar nicht so verkehrt. Ist der Markt Ihnen gefolgt? Ja, na Gott sei Dank. Na, ich glaube nicht, dass der Markt mir gefolgt ist. Guten Morgen erstmal. Ich glaube, dass wir eine Rückkehr zur Normalität sehen allmählich. Wir haben über Wochen, über Monate hinweg, ja eigentlich über 3 Jahre hinweg, über den gesamten Bärenmarkt bei Gold hinweg, haben wir nur negative Kommentare gehört. Negative Kommentare von US-Analysten, die immer wieder Gold nach unten geredet haben. Negative Kommentare von Medienseite. Also wenn Sie auch heute noch übrigens, wenn Sie Medien aufschlagen, Gold als barbarisches Relikt, als unnützes Investment, als Gold verliert seinen Glanz. Meine Lieblingsüberschrift, die ich ungefähr 30 Mal gelesen habe in den letzten 3 Jahren. Bisschen mehr Kreativität der Kollegen wäre auch ganz schön. Also alles wird nach unten geredet, aber die wirtschaftliche Realität sieht doch anders aus. Wir haben nach wie vor eine sensationelle Staatsverschuldung, die wir meines Erachtens niemals in irgendeiner Form wieder zurückzahlen können. Wir haben eine Geldschwemme an den Märkten. Zugegeben, die Inflation fehlt. Aber die Inflation ist so ein Ding, die wird irgendwann kommen. Und ob die dann jemand aufhalten kann, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, Gold derart schlecht zu reden, war meines Erachtens sehr, sehr unangebracht gewesen. Und ich glaube, dass wir langsam oder ganz allmählich wieder zur Normalität zurückkehren. Ich denke, dass dieser eine Montag direkt nach dem Referendum der Schweiz, als der Goldpreis erstmal im frühen asiatischen Handel nach unten geprügelt worden ist und dann im Tagesverlauf gedreht hat und dann nach oben geschossen ist oder einer der schönsten Turnarounds überhaupt, die ich jemals gesehen habe, dass das so vielleicht so ein Wendepunkt in dieser Geschichte des 3-jährigen Bärenmarktes sein könnte. Noch ein bisschen zu früh mit Sicherheit zu sagen, aber der Optimismus steigt wieder ein bisschen. Wendepunkt im Bärenmarkt beim Gold, gilt das auch für Silber? Umso mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Silber haben wir, glaube ich, genau an diesem Montag, ich war damals sage ich schon, als ob ich hier so von Kriegshöhe, von Ersten Weltkrieg erzähle. Nee, damals saß ich vor so Fernseher oder von iPhone oder von Tablet, ich weiß es gar nicht mehr, und habe so die Kurse angeschaut und wir haben, glaube ich, eröffnet bei -11% bei Silber. -11, irgendwas Prozent. Und im Tagesverlauf liefen wir dann von oben auf +7 oder +8%. Also das war ein Intraday Turnaround in eine Asset-Klasse. Also bei Silber ist es ja eine Asset-Klasse. Es ist ja nicht so, dass wir über eine Aktie reden. Es ist ein komplettes Asset von 18% oder 19%, wo im Tagesverlauf nach oben gedreht sind. Und wenn das mal kein Zeichen ist, weiß ich auch nicht, was noch ein Zeichen sein soll. Markus Busler, Rohstoffexperte beim Anlegermagazin Der Aktionär. Dankeschön. Gerne. Die UBS hat TLG Immobilien aufgenommen in die Bewertung mit